Grüß euch, liebe Leute. Also heute will ich über Sprachen reden. Also sprechen. Wir Menschen haben nicht nur eine Sprache, sondern 5 oder mindestens 6.000 verschiedene Sprachen, die wir reden, also sprechen. Darüber hinaus unterscheiden sich die verschiedenen Sprachen voneinander und bilden mit ihren mannigfaltigen Lautern, also Lautmustern, Wörtern, Sätzen und Bedeutungen ein skurriles Kaleidoskop linguistischer Diversität. Hierzu ein paar Beispiele. Also ich liebe die Franzosen. Sie schreiben Bordeaux und sagen Bordeaux. Wait a minute. English is even more interesting. We write London, but we say London. Yes, this is alles der Lehrerschaß. In Österreich schreiben wir Entschuldigung, sagen da mal aber ÖA. Erstens, wir sind hier in Österreich und hier spricht man Deutsch. Zweitens. Oh my god, here we go again. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn dieser komische Highlander mich nicht ständig unterbrecht. Oh, Unterbrechungen sind nicht die feine englische Art. To be or not to be, that is the question. Zwischen zwei Spitzen, Steinen, zwischen zwei Zischen, eine Schlange mit Zischen der Zunge. Abends zählt Totel auf deinen Tag. Tja, darauf bleibt wahrscheinlich immer beim U. Aber wenn ein menschliches Baby schreit, ja, dann macht es das immer mit der A-Position, also A. Und das hört man meilenweit. Ja, die Sprache an sich, denke ich, ja, wir haben den Affen gerade gesehen, ist reine Evolution. Aber das führt jetzt zu weit. Um meine flüssige A-Position etwas auszutrocknen, rauche ich mir jetzt mal eine gemütliche Tröte an. Ah, übrigens, was ist die literarische Kurzaussage eines Kiffers? Einen Moment. Ich bin Dichter als Goethe.